Dara ordnet mich ein. Das Video hier ist es. Das ist so witzig, wie viel Unsinn dieser Mann über andere Leute quatscht. Also das ist so unfassbar witzig. Das ist genauso wie bei Shoyoka. Nur bei Shoyoka, ach stimmt, das kannst du mir jetzt wahrscheinlich beantworten. Wieso haben das, darüber hätte ich wie gesagt mit Impfmarsch eigentlich sprechen wollen, aber darüber haben wir dann nicht mehr gesprochen, weil der Talk eh schon so lang war. Wieso sind Polytopia und Imp bei diesem Shoyoka-Ding eigentlich ausgestiegen? Also ich weiß zumindest, bei Polytopia liegt es halt daran, dass Shoyoka deutlich eben natürlich an mit psychischen Problemen zu tun hat. Das heißt also, das ist ganz ähnlich jetzt wie beim Drachenlord. Das ist einfach eine Person, die gar nicht das kann. Das weißt du ja nicht. Ja, das weißt du ja nicht. Obwohl, dann pathologisierst du ja sie, wenn sie das sagt. Also dann fühlt sie sich ja auch angegriffen. Nee, sie sagt ja selber, dass sie sagt es selber von sich, aber andere dürfen das nicht ansprechen und andere dürfen das als Begründung für gar nicht nehmen, denn dann pathologisiert man sie. Das ist ja ihre eigene Aussage. Aber im Grunde genommen, also man merkt ja schon, dass sie da, also normalerweise, die meisten Menschen würden nicht so reagieren wie sie. Und es ist halt, man kann sich natürlich an ihr die ganze Zeit abarbeiten, aber das ist dann, das erschöpft sich halt auch. Ja? Also quasi, es wird halt immer weitergehen. Man merkt bei ihr, es wird einfach immer weitergehen. Das ist ein Hin und Her. Und im Gegensatz zu ihr haben wir halt natürlich keine Konzerne im Rücken. Und ja, es gibt halt auch keine neue Erkenntnis. Also sozusagen, sie wird halt alles so darstellen, wie sie es schon immer darstellt. Und das heißt, man tritt da ein totes Pferd. Nein, da würde ich widersprechen. Letzten Endes. Also die ist kein totes Pferd. Also es solidarisiert sich die Amadeo-Antonio-Stiftung mit ihr. Es solidarisieren sich Bundestagsabgeordnete mit ihr. Das ist schon auf der nächsten Ebene angekommen, dieser Streit. Sie schafft es wirklich, Streamer, die sie kritisiert haben, von Twitch zu bannen. Also siehe KuchenTV, siehe Nemesis. Also Nemesis hat sie so einen falschen DCMA-Strike reingehauen. Ja. Also das sind ja die Methoden. Also da gibt es ganz viel, worüber man reden könnte. Shoyoka ist ja schon auch wesentlich relevanter als Dara. Da wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage, wieso ist es legitim, auf Shoyoka zu reagieren, aber nicht legitim, auf Dara zu reagieren? Wieso andersrum? Wieso ist es legitim, auf Dara zu reagieren, aber nicht auf Shoyoka? Weil ich glaube, Dara ist noch, ich glaube, Dara weiß, was er macht. Shoyoka, glaube ich auch. Ich glaube, bei Shoyoka ist es nicht der Fall. Die retweetet Tinted Frost und Alerta. Also wer sowas macht, der macht das mit einer ganz, ganz kleinen Absicht. Also wie gesagt, wirklich? Wenn ich die in den Streams gesehen habe, wie fertig sie da schienen, dann okay, so einen kleinen Anflug von Mitleid konnte ich dann auch bei mir merken. Oder vielleicht habe ich mich auch nur geärgert über den Unsinn, den sie geredet hat. Und sie hat dabei ein bisschen trauriger geguckt als Dara. Aber als ich dann ihr Twitter-Dings angesehen habe, da war ich wieder so voll, okay, gefährliche Wokistin, müssen wir genauso bekämpfen wie alle anderen, wie Dekadent und Dara auch. Zumal ich dieses Rumopfer ja nicht belohnen will. Ich kann ja nicht sagen, die spielt dieses Woke-Opfer-Spiel jetzt besser als andere Leute und deswegen ignoriere ich es jetzt, wenn sie Lügen über andere verbreitet oder versucht, sie zu canceln und dabei sogar noch erfolgreicher ist. Also das Rumopfern, das ist ja nichts, was ich irgendwie honorieren sollte. Natürlich nicht, aber es wird ja, also es wird nicht aufhören. Und ihr nutzt es am Ende mehr als anderen. Also ich glaube, man kann sie wirklich aufhalten, kann man nur ärztlich, auf ärztliche Anordnung. Und Vorsicht, das ist eine Pathologisierung. Kommt halt nicht. Okay. Also wenn du das noch machst, dann wird Rotfunkstream gesperrt. Das ist dir schon klar. Oje. Okay. Ja, also ich sehe keine legitime Möglichkeit da, dass das aufhört. Sozusagen ist. Und ja, deswegen, eben so wie jetzt anhand deiner Warnung, ja, ist es sehr schwer, sich da vollstens zu äußern. Und es ist eigentlich traurig, ja, weil eben ich sehe halt auch eine Person, die ja halt wild um sich schlägt. Und das ist halt, natürlich ist es für die Leute, die gesperrt werden durch ihr Handeln, ist es frustrierend und schlecht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und dass die frustriert sind, ist genauso nachvollziehbar. Aber ich persönlich sehe halt einfach keinen Mehrwert, mich mit dieser Person zu befassen. Welchen Mehrwert hat es, sich mit Dara zu befassen? Das ist ja dann die Frage. Also es ist lustig.
Ja, und ich glaube, bei Dara ist auch, ja, der ist zum Glück nicht so groß und bei dem ist es ja noch schlimmer. Einfach also, dann gehst du ja auch wieder mit einer noch kleineren Community los. Das ist ja noch schlimmer aus der Sicht. Naja, losgehen, ich weiß nicht. Ich glaube, bei Dara ist es nicht. Ja, die kritisieren den Sachen nicht, aber für die Wokis halt ist das ja wie Mobbing, wenn du sie kritisierst. Das ist ja bei denen überall so. So versuchen die halt andere Leute. Also, mich erinnert diese Wokis total an Jerry Smith von Rick und Morty. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die ernähren sich vom Mitleid anderer. Sowas gibt's? Okay. Nein, sie ernähren sich nicht davon, sondern sie leben davon, dass andere Leute mit ihnen Mitleid haben. Also, das ist ihre politische, also Anführungszeichen politische Strategie. Sie versuchen, zu irgendeiner Opfergruppe zu gehören oder sich als Ally dieser Opfergruppe zu inszenieren. Also, was anderes können diese Leute nicht. Also, wie oft hat Shoyoka gesagt, ich werde nur angegriffen, weil ich eine Frau bin? Oder das ist eine antifeministische Hetzkampagne? Oder, ja, was soll man dazu sagen? Weiter. Und Dara ist ja zum Beispiel von ausgeschlossen worden. Das will ja gar nicht, dass er sie verteidigt. So, von Shoyoka. Ja, da weiß ich auch nicht, warum sie da Teil ihres eigenen Vorfilms angegangen ist. Sie hatte die ja eigentlich treu hinter sich. Also, ja, das ist strategisch auf jeden Fall unklug, was sie da gemacht hat. Das ist, glaube ich, nicht so rational. Aber ich glaube, dass sie sonst schon sehr planmäßig und rational vorgeht bei dem, was sie macht. Also, wenn sie andere Leute versucht zu canceln, dann steckt da schon ein Plan hinter. Also, anders kann ich mir das halt nicht erklären. Also ich glaube halt nicht, dass andere Menschen so irrational sind und aus Versehens anderen Leuten ihre Meinungsfreiheit verbieten wollen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht man nicht, wenn man irgendwie zu unseren demokratischen Werten steht, wenn man von denen überzeugt ist. Ja, natürlich ist das eine Masche, die die haben. Natürlich haben die sich diverse Sachen ausgedacht, um eben an den Filtern der Gesellschaft vorbeizuarbeiten und eben immer so ein Benefit of a Doubt zu lassen. Aber das reicht vollkommen, dass wir erstens wissen, wer die sind, aber eben immer noch, dass viele Leute leider darauf reinfallen. Das ist halt natürlich praktisch. Wenn du dich natürlich hinstellst, sagst, Sieg Heil, alles für Deutschland und übrigens war Hitler geil, das ist natürlich etwas, wodurch du sehr schnell weg bist. So, und dann merkst du irgendwann, ja, okay, so erreiche ich den Nationalsozialismus nicht mehr in Deutschland. Also, was mache ich? Ich lasse das einfach weg mit dem Sieg Heil, alles für Deutschland und Hitler war geil. Und bin trotzdem für die gleiche Politik. Ne, so, Ausländer raus. Verschwörung. Politopia ist für die gleiche Politik wie Sieg Heil, alles für Deutschland. Ja, das ist Politopia, oder? Er macht jetzt macht er die Verschwörung. Er sagt, ja, okay, früher brauchte es noch das und das, damit es Nazi wird, aber heutzutage lässt man das weg und dann ist trotzdem schon Nazi. Ja, ja.